Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bloodborne. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, würde ich gern jetzt ein bisschen weitergehen in der Story. Das heißt, ich gehe zum Grab Oedons oder so ähnlich und schau mal, wo es dann dort weitergeht. Da sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Ich bin gespannt. Ich denke, ich werde jetzt auch langsam mit Bezirke kommen, wo ich vorsichtiger spielen muss und dann eben auch ein bisschen langsamer spielen werde, weil das hier gerade, das kannte ich jetzt schon relativ gut und man hat auch gesehen, ein paar Mal war ich ein bisschen zu hastig unterwegs. Das war natürlich nicht immer so ganz positiv. Einfach zur Sicherheit noch mal hier gucken, ob ich nicht doch noch was übersehen habe. Ich dachte eigentlich, da war irgendwo irgendwas, aber wie es aussieht, habe ich mich da dann doch getäuscht. Aber da hinten geht's. Na, nee, jetzt bin ich wieder in der gleichen Ecke. Okay, ich werde dann einfach mal die Treppe hochgehen. Wo sind die? Das ist auch fies bei diesem Friedhof. Überall bleibt man hier hängen. Ist natürlich optimal für einen Bosskampf. Hat der Boss auch gute Chancen. Ich glaube, da hinten in die Ecke habe ich noch gar nicht reingeguckt. Muss ich auch nicht. Dafür habe ich den Schlüssel gekriegt. Ich kann gleich mal wieder eine Lampe anmachen. Obwohl es ein bisschen egal ist, weil hier eh überhaupt nichts ist. Lesen, wie es aussieht. Die Birkenwurfspinne verbirgt alle möglichen Rituale, eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Was auch immer das jetzt heißt. Zeit für Spezialgegenstände. Truhe. Uff. Und Blutedelstein Werkstattwerkzeug. Gut. Jetzt kann ich meine Waffen auch mit Blutedelsteinen verstärken, aber ich bin mir gar nicht, ich glaube, ich habe noch gar keinen, oder? Das sind die, genau, Blutedelsteine. Nix. Carol-Runen, Kelche, nix. Alles nix. Na gut. Da würde er jetzt. Nee, da kommt kein Boss. Da kommt kein Boss. Aber es sieht so aus. Also normalerweise kommen Zwischensequenzen ja nur, wenn ein Boss kommt. Aber diesmal nicht, glaube ich. Hübsche Statuen. Ich bin im Kathedralenbezirk gelandet. Das scheint ein NPC zu sein. Quatschen. Oh. Ihr müsst eine Jägerin sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Stick ich so? Gut, gut.
Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Hihi. Sollst du sagen, hihi. Ich weiß, ich sollte nicht darum bitten, aber wenn ihr auf der Jagd jemanden trefft, erzählt ihm von der Oedon-Kapelle hier. Falls sie es wert sind, davon zu erfahren zumindest. Oh, ich hoffe wirklich, dass sie das sind. Ich weiß, ich soll... Oh, ich... Das ist doch toll, das macht Spaß. Aber die Laterne macht was. Türe. Wunderbar. Also da geht's einmal raus. Und hier geht's auch einmal raus. Schon wieder knapp. Wissen des Verrückten ist immer gut. Hier sieht es nicht so aus, als ob irgendwie noch groß außer ein paar Vögeln. Rum. Okay, aber hier geht's. Okay, da geht's jetzt nur die Treppen hoch. Dann gehen wir mal die Treppen hoch. Aha. Ups. Schaden ohne Ende. Immerhin zwei Blutfiolen, da habe ich dann wieder habe ich meinen
Soll wieder aufgefüllt. Ein Holzschild. Okay, es geht nicht auf. Da ist nichts. Aber wenn es da nicht weitergeht, dann habe ich da ja jetzt erstmal eine Sackgasse. Bedeutet, ich muss den zweiten Ausgang mal untersuchen. Und der war hier. Okay, ein bisschen was liegt da rum. Aber ohne Heilen wird es wohl nicht funktionieren. Ah, Zylinderjäger. Was ist denn da? Was war das jetzt? Was war denn das jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Sechs Blutfuelen, das ist ja schön. Okay, aber ich habe praktisch kein Leben mehr. Also das möchten wir jetzt nicht nochmal haben. Gruselig. Ich gehe erstmal hier rüber. Ein Hund. Das ist natürlich doof, weil der natürlich wieder sauschnell ist. Na gut, okay, das war ein Versuch. Ja, tot! Für euch! Zwei Blutfiolen, das heißt, ich habe wieder eine gut gemacht. Vorbei! Das ist hoffnungslos. Gut. Noch ein paar schöne Sachen. Kaltblutau, das ist gut. Vier Molotow-Cocktails, auch gut.
steht doch einer. Lass was fallen. Dann halt nett. Was ist da? Wissen des Verrückten, sehr schön. Lauter sinnvolle Gegenstände. Also hier unten ist erstmal nichts mehr, wie es aussieht. Okay. Hinweis. Abscheidigkeit von Überfall. Schon vorbei, würde ich sagen. Aus Überfallen. Also da müsste ich eigentlich alles gesehen haben jetzt. Hinten. Nix, wie es aussieht. Das ist ein Schütze da oben, oder? Oh, das sind zwei. Geht ein Eingang auf. Aber ich muss natürlich erst noch da oben rum rechts weitergehen. Und den muss ich natürlich noch plündern. Wieder ein bisschen Wissen des Verrückten. Das ist gut. Oder geht es da gar nicht weiter? Ich hatte gedacht, nichts. Da unten ist wer. Kann ich aber nicht drauf zielen. Bedeutet ein NPC. Aber ich dachte, da liegt was. Das hat so geglänzt. Das ist auch nichts, also reden. Du bist eine Bestienjägerin, nicht wahr? Ja. Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Als Jägerin. Ihr könnt mich Alfred nennen. Alfred, die Jägerin. Schützerin von Meister Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Ja, warum nicht? Oh, sehr schön. Wirklich sehr schön. Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Feuerpapier und eine Geste, bete. Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Ja. Wir müssen uns unendlich viel zu erzählen haben. Na los, sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen.
Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Gut. Bergenworth ist ein alter Ort der Lehre. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Gut. Wir müssen uns... Na los! Ja, okay. Da wird mir jetzt nichts Neues. Wie ihr wisst, ist ja... Ich bin ein... Aber und... Bin ich verabschiede mich. Möge... Das war das. Und jetzt wäre ja das nächste. Da nach unten zu gehen. Aber bevor ich das tue, werde ich jetzt mal die Pausentaste drücken und wir werden dann genau an dieser Stelle beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.